Meine Damen, meine Herren, Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, Frau Tönnissen, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. Zunächst einmal sollten Sie sich vor Augen führen, wir machen weiter an dem Thema Stärkung der kommunalen Demokratie. Wir haben vor 5 Wochen etwa das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung eingebracht und auch hier verabschiedet. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir nicht nur die Arbeitsbedingungen auf der Ebene der kreisfreien Städte und der Gemeindevertretung, der kreisangehörigen Gemeinden in Räten verbessern wollen, sondern wir haben auch deutlich gemacht, dass wir die Arbeitssituation in den Kreistagen verändern wollen. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, weshalb die Kreistage wesentlich weniger Rechte haben sollen, als wie wir sie heute in den kleinsten Gemeinden mit 4.000 oder 5.000 Einwohnern haben. Ist überhaupt nicht einzusehen. Und selbstverständlich ist es so. Deswegen haben wir in diesem Zusammenhang keine Begeisterungsstürme von Seiten der Landräte erwartet. Man kann die weibliche Form hier nicht gebrauchen, weil es gibt ja keine Landräte. Aber das ist ein anderes Thema. In Nordwestfalen. Danke für die Informationen. Selbstverständlich ist es so, wenn man in diesem Zusammenhang in die Kompetenzen der Hauptverwaltungsbeamten eingreift, dass das nicht unbedingt zur Zufriedenheit der beteiligten Personen ausgeht. Und das hat natürlich auch die Anhörung gezeigt. Und wenn wir, wie Christian Dahm ausgeführt hat, die Altzuständigkeit des Kreistages hier noch einmal festschreiben, das Rückholrecht bei Geschäften der laufenden Verwaltung festschreiben, den Kreisausschuss abschaffen, die Bildung eines Hauptausschusses verpflichtend einführen und den Kreistagen die Möglichkeiten, die Option einräumen, zum einen Wahlbeigeordnete zu bestellen und zum zweiten aber auch den Zuschnitt der Dezernate vorzunehmen, dann geht das natürlich mit Macht- und Kompetenzverlusten der Landräte überein. Und dass das möglicherweise 20, 30, 40, 50 Jahre lang gut funktionieren hat, das mag ja alles sein. Aber es spricht nicht dafür, hier Situationen herzustellen, wo die Kreistage in ihren Rechten anders behandelt werden als die Gemeindevertretungen von großen und kleineren Gemeinden. Überhaupt nicht. Wenn Sie dann, Frau Tönnissen, von Konflikten sprechen, und das ist ja auch in der Anhörung deutlich gemacht worden, wir gehen da friedlich miteinander um. Maßgebend ist der Landrat oder die Landräte in ihrer Weisheit. Der Kreistag hat eh nicht viel zu sagen. Und wir wollen sozusagen Diskussionen nicht haben, wie man sie möglicherweise in Stadträten erlebt. Da macht das deutlich, wie Sie zum Thema der kommunalen Selbstverwaltung stehen. Und wenn Sie in diesem Zusammenhang formulieren, schauen Sie sich mal die Aufgabenbereiche der Kreise an, vornehmlich überörtliche Aufgaben. Dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dann schauen Sie sich mal die Verbandsversammlungen der beiden Landschaftsverbände an. Auch vornehmlich überörtliche Aufgaben, die erfüllt werden. Und selbstverständlich haben die Rechte, die vergleichbar sind mit den Rechten von Ratsvertretern in Gemeindevertretungen. Und insofern war es höchste Zeit. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage. Und ich vermute bei Herrn Kollegen Deppe. Ist das richtig? Ja? Gerne. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Ausweislich Ihrer Biografie im Handbuch des Landtags kommen Sie aus einer Großstadt, aus einer kreisfreien Stadt. Halten Sie es für richtig, dass hier jemand uns aus den Kreisen, der seit Jahrzehnten in der Kreispolitik tätig ist, glaubt, erzählen zu müssen, wie man vernünftige Kreispolitik macht, zumal die Ergebnisse in den Landkreisen in der Regel für die Bevölkerung deutlich positiver ausfallen als in einer Stadt, zum Beispiel aus der Sie kommen? Also Sie müssen nicht glauben, dass ich ausschließlich meine Erfahrungen aus meiner Heimatstadt Dortmund, einer kreisfreien Stadt, wie alle wissen, heranziehe. Selbstverständlich haben wir in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Gesprächen geführt mit unseren Vertretern in den Kreistagen selbst, die das auch eingefordert haben. Und nicht ohne Grund ist es auch seinerzeit zwischen SPD und Grünen mit uns so vereinbart worden, weil wir hier einen Handlungsbedarf gesehen haben. Sie machen sich zum Bock der Anwälte, wir machen uns zum Anwalt der Kreistage. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.